Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Vom 16. bis 20. September fand das Meisterschaftsturnier der Schachbundesligen statt. Die OSG Baden-Baden gewann die deutsche Meisterschaft. Und ich habe noch ein paar Partien aufbereitet von diesem wirklich sehr, sehr starken Turnier, an dem zahlreiche Weltklasse-Großmeister mitgespielt haben. Oder bei dem teilgenommen haben, besser gesagt. Aus dem Kampf Bayern München gegen OSG Baden-Baden habe ich die Partie rausgesucht. Noel Studer gegen Richard Rapport. Studer, ein Großmeister aus der Schweiz, und Rapport, ein ungarischer Großmeister, Nummer 13 der Weltrangliste. Ein sehr, sehr kreativer Spieler, und schnallt euch an, das ist eine richtig geile Partie. Ich verspreche auch nichts zu viel hier. Studer beginnt die Partie mit D4, D5, C4, E6, Springer F3 und jetzt hier C6. Das sogenannte Triangelsystem, indem man diese drei Bauern E6, C6, D5 aufbaut, nennt man Triangel. Sehr flexibel, sehr flexibles System, das den Übergang in verschiedene Eröffnungen oder Varianten noch zulässt. Weiß hat hier eine Reihe von Möglichkeiten. Der Hauptzug hier ist Springer C3. Und hier nimmt man den Bauern auf C4 raus. Weiß spielt hier A4, um B5 erstmal zu verhindern. Ich zeige euch die Variante, weil ich die auch selbst schon mal gespielt habe. Läufer B4. E3 und dann B5. Das ist eine sehr, sehr interessante Variante. Schwarz vernachlässigt so ein bisschen die Entwicklung und versucht hier seinen Mehrbauern zu konsolidieren. Eine sehr, sehr... Also mir gefällt diese Variante aus schwarzer Sicht. Häufig wird das vermieden, indem man auch zum Beispiel E3 macht. Und hier kann man mit Schwarz übergehen in die sogenannte Stonewall-Formation. Mit Schwarz auch eine ganz andere Geschichte jetzt als das, was ich gerade gezeigt habe. Aber sehr interessant, wie flexibel das System ist. Und man argumentiert hier halt, dass der Läufer auf C1 hinter seiner Bauernkette steht, gegen das eigentliche Stonewall nach D4 zuerst und dann F5. Über diese Zugfolge hat Weiß häufig die Möglichkeit, den Läufer auf F4 aufzustellen, vor die Bauernkette, und das gilt dann besser für Weiß. Und hier der Übergang in den Stonewall mit dem Läufer auf C1 ist sehr interessant. Eine ähnliche Geschichte werden wir jetzt sehen in dieser Partie, und zwar Studer entschied sich hier Springer BD2 zu spielen. Ein seltener Zug. Und hier spielte Rapport F5 und wählt halt diese Stonewall-Formation. Der Nachteil dieser Formation ist, dass die schwarzen Felder, also insbesondere das Feld E5, sehr geschwächt wird und der Läufer auf C8 eingesperrt wird. Aber Schwarz hat gute Kontrolle über das Feld E4, verhindert Weißes E4 und hat eine sehr starke Struktur, sehr solide Struktur. Weiß spielt weiter mit G3, Springer D7, Läufer G2, normale Entwicklungszüge. Und jetzt kommt ein sehr, sehr interessanter Plan von Schwarz. Normal wäre jetzt hier sowas wie Läufer D6, kurze Rochade, Springer GF6 und so weiter, normale Entwicklungszüge. Rapport, wie gesagt, er gilt als sehr kreativer Spieler in der Schachszene. Und der immer wieder für sehr interessante Partien, spielt und insbesondere auch in den Eröffnungen gerne experimentiert, auch im klassischen Schach. Wie gesagt, das ist hier übrigens ein klassisches Schachturnier, klassische Bedenkzeit, 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest der Partie und nochmal 30 Sekunden obendrauf für jeden Zug, den man ausführt. Also nichts mit Online-Schach zu tun, ne? Keine Blitz, kein Schnellschach, klassische Schach. Rapport spielt hier Springer H6. Sehr interessanter Zug. Die Idee ist, den Springer nach F7 zu überführen. Das macht er auch nach Dame C2, Springer F7. Und der Springer steht wirklich gut auf F7, finde ich. Weil, naja, der Vorteil ist, dass dieses Feld jetzt hier zwar schwach ist, aber zwei schwarze Figuren kontrollieren es. Und wenn der Läufer noch auf D6 steht, kann Weiß keinen Springer auf E5 stellen. Außerdem unterstützt der Springer auf F7 auch den Vorstoß G5. Gut, das ist übrigens ein typischer Vorstoß in diesen Strukturen. Den kann der Springer auch unterstützen, wenn er auf E4 stünde, wenn er halt vorher über F6 nach E4 gegangen wäre. Gut, hier geht es weiter mit B3. Und jetzt kommt schon dieses G5, was ich gerade erwähnt habe, sehr aggressiv. Schwarz breitet sich aus am Königsflügel und möchte natürlich irgendwann den Springer hier attackieren. E3, Läufer D6, Läufer B2, normale Entwicklungszüge.
Hier könnte Rapport jetzt die Dame ins Spiel bringen, aber er spielt hier A5. Breitet sich am Damenflügel aus und liebäugelt halt damit den A-Bauern laufen zu lassen. Eine typische Idee hier. H4. Weiß attackiert den Bauern G5. G4 attackiert den Springer. Springer G1. Das sieht so aus, als ob Weiß Zeit verlieren würde, aber der Springer wird über E2 nach F4 überführt, wo er ein schönes Feld hat, wo er sehr gut steht. Es geht weiter mit Rochade, Springer E2, Springer F6, Springer F4, Dame E7. Alles normale Entwicklungszüge. Wir haben hier übrigens eine Bauernstruktur, die sehr straff ist, geschlossen, ja, momentan festgelegt, aber es ist natürlich, wird sich nach und nach, kann sich das Zentrum öffnen, aber momentan ist ja nichts abgetauscht, es gibt keine offenen Linien und dementsprechend kann man ein paar Tempi verlieren, so wie Weiß, um den Springer wieder umzugruppieren und das wirkt sich hier nicht besonders nachteilig aus, wenn man gleich in Entwicklungsrückstand gerät. Rochade von Weiß und jetzt ein weiterer sehr, sehr interessanter Zug von Schwarz, sehr lehrreich auch. Welche Figur steht bei Schwarz nicht gut? Das sind einige, ne? Er steht nicht gut. Klar, der Läufer auf C8 ist sowieso eine Krücke hier. Der ist hinter seiner Bauernkette. Auf der anderen Seite übrigens betrifft das auch diesen Läufer hier, ne? Den können wir gelb markieren, weil der ist natürlich auch durch diese Bauernformation stark eingeschränkt in seinem Wirken, ne? Weil er guckt nur auf seine eigenen Bauern drauf. Der würde viel lieber vorne vor die Bauernkette stehen oder er würde zum Beispiel gerne sich gegen den Läufer abtauschen. So, Weiß hat hier einen starken Springer, Schwarz hat hier einen schlechten Springer. Und was macht Rapport? Er spielt hier Springer H8 mit der Idee Springer G6 und dann diesen schönen Springer abzutauschen. Sehr schöne Idee. Und jetzt kommen wir im Umkehrschluss zu dem, was Weiß hätte machen müssen. Weiß spielte hier in dieser Stellung C5. Das ist, dieser Zug gefällt mir nicht, den Studer gespielt hat. Auch wenn es lange dauert, wie kann man diesen Läufer, der rot markiert ist, machen wir das mal hier weg, gegen diesen Läufer hier abtauschen? Das ist momentan nicht möglich über A3, aber wie kann man das vorbereiten? Manchmal muss man für einen Plan auch mal ein paar Züge investieren. Das geht hier, indem man A4 spielt. Und das ist auch meine erste Idee gewesen, A4 hier. Und nach Springer G6... Springer B1, auch wenn das ein bisschen paradox aussieht, den Springer wieder zurückzuziehen. Die Idee ist simpel. Ich möchte meinen schlechten Läufer gegen den guten Läufer von Schwarz abtauschen. Ja? Warum ist der gut? Ganz einfach, weil der natürlich nicht eingeschränkt ist von den eigenen Bauern und in beide Richtungen schaut. Das wäre sinnvoll gewesen. Und ich denke hier, wenn Weiß es geschafft hätte, seinen schwachen Läufer gegen den D6 abzutauschen, dann hätte er strategischen Vorteil gehabt. Stattdessen spielt der Studer C5, greift den Läufer an, der geht zurück, A3. Das ist so ein typischer Plan, um sich hier am Damenflügel auszubreiten. Kann man machen, aber sperrt den eigenen Läufer auf B2 ganz schön ein. Ne? Der guckt überhaupt nicht mehr in die gegnerische Hälfte rein. Springer G6, klar, das war der Plan. B4 breitet sich aus. So, ganz wichtig für Schwarz ist, hier nicht automatisch auf B4 zu schlagen, weil dann würde sich die A-Linie öffnen und Weiß könnte als erster von der offenen A-Linie profitieren. Stattdessen setzt er seinen Plan fort, tauscht diesen schönen Springer. Damit ist es aber noch nicht getan. E schlecht F4, sodass es sieht auf den ersten Blick unlogisch aus, was Schwarz gemacht hat, weil hier ist ein rückständiger, schwacher Bauer, den eventuell Weiß einfach attackieren kann mit den Türmen. Ne? Aber jetzt kommt ein richtig geiler Zug von Schwarz. Aber bevor ich den zeige, möchte ich noch darauf hinweisen, dass Weiß auch Probleme hat mit seinen Leichtfiguren. Guckt euch mal den Springer an. Der hat überhaupt keine Felder. Ne? Der kann höchstens nach B3 am Damenflügel angreifen. Aber im Zentrum hat er kein Feld zur Verfügung. Und dieser Läufer natürlich offensichtlich, der ist ganz schlecht. Klar, genau wie der Läufer auf C8. Der ist eingesperrt. So, was spielt er jetzt aber Rapport? Er fand hier eine super taktische Möglichkeit. Und zwar Springer H5. Was ist der Plan? Ganz einfach, er wird gleich eine Figur opfern. Turm F1 und jetzt Springer schlecht F4. Reißt den weißen Königsflügel auf. G schlecht F4, Läufer schlecht F4. Und wir sehen, der Bauer H4 hängt auch schon. Und hier fand Studer wirklich einen sehr starken Zug. Nämlich
anstatt sich irgendwie passiv zu verteidigen, sowas wie Springer F1 oder so und Dame H4, das würde wahrscheinlich peu à peu nach hinten losgehen, indem man den Läufer zurückzieht und dann einfach F4, F3 zieht hier und den Läufer kalt stellt. Er setzt auf Gegenangriff mit Springer C4. Sehr interessant. Dieser Springer guckt überall hier rein. Ja. Und die Idee ist, naja, Schwarz nahm den Springer nicht. Er nahm den Bauer mit Dame schlicht A4. Ich zeige euch aber, was passiert, wenn er den Springer genommen hätte. D schlicht C4, D5. Das ist die Idee. Plötzlich erwacht dieser Läufer auf B2, wird zum Monster und Weiß bekommt diese schöne Idee auf der langen Diagonale hier, den schwarzen König zu attackieren. Hier geht es weiter mit C schlicht D5 und Läufer schlicht D5. Und das ist wirklich eine Stellung, die ist ziemlich chaotisch und hier könnte jeder gewinnen. Ne? Rapport nahm den Springer nicht. Er sagte, nee, komm, ist mir egal. Ich setze weiter auf Angriff, nehme den Bauern auf A4. Studer setzte fort mit Springer B6, greift den Turm auf A8 an und den Läufer auf C8. So, diejenigen, die Partie schon kennen, denen wird der Zug wahrscheinlich wieder einfallen, den Rapport hier gezogen hat, aber die ihn nicht kennen, diese Partie, die bitte ich jetzt mal, das Video anzuhalten, einfach mal darüber nachzudenken, was könnte Rapport hier gezogen haben? Wirklich einer der schönsten Züge des ganzen Turniers und zeigt auch auf, wie kreativ dieser Spieler ist und was für ein starker Spieler er ist. Er zog natürlich nicht den Turm weg, kleinmütig, oder den Läufer, der Läufer kann sowieso nicht ziehen. Er gab auch kein Schach auf H2, weil das würde jetzt sofort eh noch nichts bringen. Er spielte E5. Was für ein Hammerzug. Die Idee dahinter ist, werden wir ja gleich sehen. Die Idee ist eigentlich ganz, simpel. Die Idee ist, Läufer H2 Schach, gefolgt von E4, F4 und F3. Und dann die Bauern am Marder laufen zu lassen. Und das ist sogar ein Turmwert. Schauen wir uns mal die Varianten an. Springer schlicht A8, das kam nicht in der Partie. Läufer H2 Schach, König F1, F4. Und hier sagt Stockfisch 12, Schwarz steht komplett auf Gewinn. Ja, F3 ist so eine große Drohung hier. Mit Angriff auf den Läufer. Und die Bauern kommen, diese Bauernwalze kommt angerast und Weiß ist verloren, sagt er. Die andere Variante ist, Springer schlägt C8. Wenn man einen Läufer nimmt, kommt das gleiche. Läufer H2 Schach, König F1, E4. Und der F-Bauer kommt angerast und die Bauern sind halt hier unfassbar stark. In der Partie spielte Studer Springer schlägt D5. Opferte den Springer auf D5, kommen wir gleich zu. Der beste Zug wäre gewesen, einfach den Bauern auf E5 zu schlagen. Das ist auch logisch, um zumindest einen der beiden wichtigen Zentrumsbauern vom Brett zu nehmen. Hier geht es weiter mit Läufer H2, König F1, F4. Auch hier droht wieder sehr stark F3. Hier geht aber noch F3. Weiß kann sich noch so ein bisschen dagegen stemmen. Die Variante geht weiter, ich zeige sie euch mal. Läufer F5 greift die Dame an, Dame C3. A schlicht B4, A schlicht B4, Turm schlicht A1, Läufer schlicht A1 und hier Läufer E6. Ganz wichtig, Weiß droht nämlich hier E6 und mit der Öffnung der Diagonale. Deswegen Läufer E6 und hier gibt es einen sehr starken Zug, Springer D7. Mit Angriff auf den Turm, Springer F6 Schach droht eventuell und Schwarz darf nicht nehmen wegen E6. Turm A8, bis hierhin habe ich mir das angeguckt, einfach weil mich das interessiert hat mit der Engine. Und die Engine ist ja auch nicht so klar. Ne? Ich habe sie jetzt nicht so ewig laufen lassen. Aber hier hat Weiß eine Figur mehr, aber Schwarz hat dafür zwei Bauern plus Angriff gegen den König. Das hält sich ungefähr die Waage. Gehen wir zurück zur Partie nach E5. Wirklich ein fantastischer Zug. Studer spielte hier Springer schlicht D5, opferte den Springer. C schlicht D5. Rapport nahm den Springer weg. Turm schlicht D5. Er möchte Material geben, um die schwarzen Angriffsfiguren loszuwerden. Läufer schlicht D5 übrigens ist ähnlich. König A8, D schlicht E5 und hier gibt es einen schönen Ablenkungszug. Läufer E6. Die Idee ist, wenn der nimmt, dann setze ich hier matt auf Dauer. Hier ist Läufer F4 und verliert. Dame schlicht F2, dann ist der Turm weg. Und wenn der König nach F1 zurückgeht, kommt G3. Und der Bauer läuft einfach durch hier mit Schach. Und dagegen kann Weiß überhaupt nichts machen. Zurück zur Partie. Studer opferte den Turm auf E5. Rapport gab zuerst Schach.
König F1 und jetzt Läufer Schlicht D5. Jetzt gönnt er sich die Qualität. Läufer Schlicht D5 Schach zuerst, König G7, D Schlicht E5, A Schlicht B4. Materiell hat Schwarz jetzt sogar eine Qualität mehr und auch einen Bauern. Aber Material ist hier nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist hier die Königssicherheit. Es ging weiter mit König E2. Hier war Studer mit Sicherheit in starker Zeitnot, denn ab hier kamen doch einige Fehler hinzu. E6 Schach, übrigens, falls ihr euch fragt, was passiert hier eigentlich, dann geht der König nach G6 einfach. Und hier steht der schwarze König plötzlich relativ safe, ne? Und es passiert hier gar nicht so viel. König E2. Hier, vielleicht war Rapport auch in Zeitnot, fand er nicht den besten Zug. Er spielte Turm Schlicht A3. Das ist ein Fehler eigentlich. Das Beste wäre einfach B Schlicht A3 gewesen. Einfach den Läufer, den Bauern schlagen. Hier nach E6 Schach. König G6 ist immer noch der König sicher auf G6. Aber Rapport spielte Turm Schlicht A3, so ein bisschen für die Galerie. Und Studer nahm tatsächlich den Turm hier raus. Ein Fehler. Er hätte zuerst Schach geben sollen, König G6, und dann rausnehmen sollen. Dann hätte er zumindest schon mal ein Tempo gewonnen und der weiße Bauer würde auf E6 stehen, sodass der schwarze Läufer auf C8 total kalt gestellt ist. Hier ist die Stellung auch total unklar, sagt die Engine. Aber mit den offenen Königen ist das wirklich relativ chaotisch und natürlich kann jeder die Partie gewinnen hier. Studer aber nahm den Turm sofort raus, ohne E6 Schach zu gehen. B schlägt A3. Dame C3, F4, plötzlich kommen die schwarzen Bauern angerast, ne? Turm Schlicht A3, F3 Schach, König E3, Dame G5 Schach, König D3, Turm D8, fesselt den Läufer auf D5 und das ist hier vorbei. Dame D4, andere Züge helfen auch nicht, König C4 kommt, Dame F4 Schach, Dame D4, schlagen, schlagen auf D4 und dann Läufer E6. Und diese Fesselung hier entscheidet für Schwarz, weil er eine Figur gewinnt. Das gleiche kam übrigens in der Partie, nur schneller. Dame D4 und hier Läufer E6. Und jetzt gab Weiß auf, weil er den Läufer auf D5 verliert, ne? Und dementsprechend Material. Und witzigerweise endet die Partie mit dem ersten und einzigen Zug des weißfelderigen Läufers von Schwarz auf C8, der die ganze Zeit nichts gemacht hat. Ja, das war so diese Krücke auf C8, die ganze Zeit nicht ziehen könnte, macht den allerletzten Zug und sagt, ich bin noch dabei, ich mache jetzt den Todesstoß, danke, dass ihr auf mich gewartet habt, ist mir eine Ehre. Ne? Ja, eine tolle Partie, wie ich finde, von Richard Rapport, von vorne bis hinten, die Eröffnungswahl, die Variante, die er gespielt hat, diesen Plan, den er gewählt hat, sehr, sehr kreativ, sehr instruktiv auch, für mich auch interessant, auch eröffnungstheoretisch, finde ich, falls ich das mal wieder spielen möchte. Plus natürlich diese vielen taktischen Ideen dann hinterher, ne? Wie man das Zentrum öffnet, wie man die Bauern laufen lässt, auch auf Kosten einer Figur und dann halt über den weißen König herfallen. Eine tolle Partie, für mich ein absolutes Glanzstück und absolut ein Kunstwerk. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne unter dem Video einen Kommentar zur Partie und würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Natürlich, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr das mit einem Klick auf den Abo-Button nachholen würdet.